Hallo, der Tassilo hier. Schön, dass du da bist. Ich spiele mit Franzi in dieser Videoreihe die Rätsel rund um Guybrush Threepwood, bekannt aus Monkey Island, innerhalb von Sea of Thieves. Am Anfang gab es sehr viel Text, wovon ich das meiste geschnitten habe. Grundsätzlich geht es darum, Guybrush ausfindig zu machen und sich mit ihm zu treffen. Das ist unser erster Teil, die weiteren erscheinen die nächsten Tage, wie man das so kennt. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, falls nicht, einen Daumen nach unten. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ich glaube, man muss das von links nach rechts einfach durchmachen, oder? Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Dann machen wir das, ja, weil das wird in den anderen zwei geht's auch um Guybrush. Ah, okay. Ah. Okay. Ja, dann fahren wir mal da hinten durch, wa? Wo ist Konnte denn man hier? Da nicht irgendwie blättern? Ach, ah ja, so. Achso, ich sollte vielleicht den Anker hochziehen. Jetzt geht's gleich wahrscheinlich mit dem Ruck nach vorne und nach rechts. Ich hab schon ein bisschen gedenkt und Segel gesetzt. Eieiei, okay, da steht ganz schön viel Text auch. Ach du Scheiße, okay. Ja, rechts haben wir ein Schiffchen. Oh, greift es uns an? Nee, nee. Das ist jetzt Story, was hier abfährt. Okay. Wir müssen jetzt eine Insel, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, da vorne ist eine Insel. Geradeaus. But when I did get back to sleep, I had a very different dream. I was back where it all began, on my quest to become a legendary pirate. Okay. Da vorne müsste ja Anlegestelle sein, oder? Ja, ich würde auch mal da an Land gehen. Ja. Ja gut, wir müssen ja nichts rüberschleppen, hoffentlich. Aber. Ach, guck mal. Okay, also ich habe hier eine Karte von der Stadt. Wir müssen sprich mit den Piratenführern hier. Späher, okay. Ich sammle erstmal spanische Dollar. Scamba. Hey, sprich mit Mancomb. Ahoi, Fremder, neu in der Stadt? Wer hat hier das Sagen? Du solltest mit den wichtig aussehenden Piraten im Nebenraum sprechen. Wenn du eine Gelegenheit willst, den Gouverneur zu treffen, können sie dir sagen, wohin du gehen und was du tun musst. Okay. Ich kann dem jetzt hier spanische Dollar stehlen. Oh Gott, mach's nicht. Hey, nimm deine gierigen Pfoten weg. Okay, ich darf nicht. Oh, die sehen wichtig aus. Bei Prüfungen. All that toasting of the governor's made me thirsty. Time for some more grog. Grog, 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 grog. Okay, der hat die also im Prinzip auch betrogen, wenn ich das jetzt richtig gehört habe. Was? Nee. Er ist halt Gouverneur jetzt. Ah, wahrscheinlich hat er jeden betrogen. Es ist ein Wahlplakat, das die Menschen dazu ermutigt, Gouverneur Guybrush wiederzuwählen. Darauf steht, für die Legende von Monkey Island gibt es keine Konkurrenz. Aha. Hands off. That key's for official town business only. Dieser Pirat trinkt nur extra starken Grog. Extra starken Grog. Was trinken.
Ja, warte. Der Kollege, ich bin jetzt besoffen. Ich glaube, wir brauchen extra starken Grog. Ist das hier extra starker Grog? Der darf uns, glaube ich, nicht sehen, währenddem wir den holen. Jetzt guck da weg. Versuch mal, an den Grog hinzugehen. Aber ich glaube, du musst den vorher austrinken. Was machst du? Ich rede mit dem. Ach so, was sagt der so? Ha, der hat doch extra starken Grog im Lager. Aha. Können wir uns an dem vorbeischleichen? Ich warte, ich kann langsam laufen. Nee, der dreht sich direkt um, wenn jemand durch die Tür kommt. So eine Scheiße. Okay, warte. Lager. Der Schlüssel vom Lager hängt neben der Tür hinten bei dem, beim Koch. Ja, genau, das habe ich gesehen. Da ist nicht das Lager. Wo ist denn das Lager? Wahrscheinlich hinten die Tür bei ihm. Ja, aber ich frag mich, vielleicht hätte man ja auch von irgendwo anders hinkommen können, weißt du? Der Koch lässt seine Kunden nicht an die Küche ran. So, was hat der zu... Hier ist kein Lager, weil hier geht's nämlich raus. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Oh ja, oder so. Da kann ich dir nicht helfen. Ich habe gerade einen neuen Assistenten eingestellt und er sollte heute anfangen, vorausgesetzt er erscheint zur Arbeit. Keine Ahnung, was es mit der Verzögerung auf sich hat, aber ich hoffe, Sie denken daran, Ihre Uniform in der Gemischtwarenhandlung abzuholen. Ich hatte sie die ganze Woche lang reserviert. Okay, auf zur Gemischtwarenhandlung in dem Fall. Ja, aber warte auf mich, ich bin ins Meer gefallen. Kochen ist ein chaotisches Gang, man muss auch ordentlich aussehen. Gemischtwarenhandlung ist hier hinten. Kommen Sie. Da sitzt einer auf der Lampe, geil. Hast du nicht gesehen auf dem Dingens? Auf dem Anker drauf, ja. Genau. Und zwischendurch mal umsehen, hier liegen überall spanische Dollar rum. Ja, habe ich gesehen. Mal wieder. Und hier gibt es irgendwo Grundstücke zu kaufen. Steht nicht zum Verkauf. Affenspielzeug, okay. Oh, ich habe, glaube ich, gerade 200 spanische Dollar ausgegeben. Bitte nicht, die brauchen wir doch noch. Moment. Wir haben 14 spanische Dollar, nee, genauso viel. Wo sehe ich denn das überhaupt? Wo siehst du, wie viel wir haben? Da, wo die Quests sind. Ah. Okay. So, hier ist der Vorwogen und hier müsste der Gemischtwarenladen sein. Shop.